wir den weg. Das war's. Hallo liebe Freischaffreunde, die Kunden kommen in der Regel mit ihrem Fahrzeug zu uns und sagen, sie möchten eine Anhängerkupplung. Hallo, ich fange jetzt an, die Stoßstange abzubauen. Beim Kastenwagen ist es etwas leichter, das heißt, man muss halt eine Stoßstange demontieren. Hier sind auch noch 4 Schrauben drin. Den Grundbock montieren, Elektrosatz anbinden. Jetzt bauen wir den Halter hier weg. Und dann einfach prüfen, ob auch alles funktioniert. 16. In der Regel dauert eine Montage je nach Fahrzeugtyp oder Hersteller zwischen 3,5 bis 4,5 Stunden. So, jetzt baue ich den Anfahrschutz ab. Wenn Sie das Fahrzeug bei uns abgeben, zunächst eine Montage, können Sie gerne in der Früh abgeben, abends oder am Folgetag abholen oder Sie können gerne auch darauf warten, je nachdem, wie lange die Montage dauert. Jetzt tun wir den weg. So. Das war's. So, jetzt machen wir hier die Löcher noch frei, wo die Gewinde drin sind. So, eine Schraube. Ja, aber das ist der Beste. Das ist der Beste. Schraube haben. So, drehen wir es nochmal. Und es klappt. Jetzt können wir wieder weitermachen. Jetzt bauen wir noch die 2 Versteifungen rein, oder Verstärkungen genannt. Und dann ziehen wir alles fest. Die 85 M1055. Als nächstes tun wir den Kabelsatz vorbereiten, dass wir den nachher einbauen können. So, was haben wir da? Die Rahmenverschließung rausmachen. Die Rahmenverschließung. So, nachdem wir jetzt fertig sind mit dem Kabel verlegen, werden wir jetzt die hinten alles fertig zusammenbauen. So, das wäre jetzt soweit. Kontrollieren wir, dass alles fest ist, alles sitzt und dann werden wir hinten soweit fertig. Bitte vergesst uns nicht zu abonnieren, sagt es euren Freunden weiter und somit verpasst ihr kein Video jeden Freitag. Zunächst die Stromversorgung von der Steuergerät von Anhängerkupplung anschließen. So, und zum Schluss machen wir noch eine Funktionsprüfung, ob alles funktioniert. Super, genau so gehört es eingebaut. Denkt dran, das am besten von der Fachwerkstatt machen zu lassen, weil alle Schrauben müssen wirklich mit einem Drehmoment angezogen werden, um einfach gewährleisten zu können, dass alles da bleibt, wo es auch hingehört. Vereinbart mit uns einen Termin und wir bauen es gerne ein. Denkt dran, wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like und vergesst uns nicht zu abonnieren. Ciao!